Also nicht jeder, der sich für einen Satiriker hält, ist ein solcher. Wenn man auf dem Gipfel der Moral angekommen ist, stellt man fest, das kann ganz einsam machen. Mein Name ist Ralf Schuler und ich begrüße Sie zum Talkformat Schuler Fragen, was ist? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu Schuler Fragen, was ist? Heute bei mir zu Gast ein Mann, der so ein unabhängiger Geist ist, dass manche gar nicht mehr merken, dass er Teil der Regierungskoalition ist. Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident, ist zu Gast und, was viele nicht wissen, ein stiller Star des Politikbetriebs. Wolfgang Kubicki hat 2 Stapel Autogrammkarten auf seinem Schreibtisch liegen, Hand hoch, und das ist nur die Ration für eine Woche. Herzlich willkommen, Wolfgang Kubicki. Wie viel haben Sie diese Woche schon verschrieben? Ich zähle das nicht mehr mit. Ich kriege immer Vorlagen und Bitten mit Briefen und dann unterschreibe ich das oder mache eine kleine Widmung drauf. Dann wird das zurück. Ist aber doch relativ ungewöhnlich, dass man Autogrammanfragen kriegt im Politikbetrieb. Eher nicht. Robert Habeck kriegt Autogrammanfragen. Herr Baerbock, Christian Lindner. Es ist ungewöhnlich für Leute, die nicht im Regierungsbetrieb sitzen, also die Parlamentarier sind. Aber das ist wahrscheinlich auch meine lange Verweildauer. Ich bin jetzt 32 Jahre im Parlament und das prägt dann irgendwie. Ah, man muss nur lange genug sitzen und dann wird man berühmt. Das ist so wie mit guten Journalisten. Die müssen nur lange genug schreiben, dann werden sie auch berühmt. Ich arbeite noch dran. Aber Sie haben keinen kleinen Wettbewerb mit Robert Habeck oder Annalena Baerbock. Wir erfüllen Wünsche von Menschen. Ich werde auch angeschrieben, ob ich nicht zur Hochzeit gratulieren kann. Die Eltern sagen, unsere Kinder würden sich freuen, wenn sie dann am Hochzeitstag dann in der versammelten Menge einen Brief vorlesen können. Das mache ich dann auch. Oder zu Geburtstagen, zu runden Geburtstagen. Das ist im Preis der Steuerzahlung inbegriffen. Aber es ist interessant, weil es ja doch zeigt, dass irgendwie ein nicht nur Interesse an Politik da ist, sondern auch ein Interesse an höheren Weihen durch die Politik. Ja, bei einigen. Es gibt auch die Tatsache, das könnte ich Ihnen mal zeigen, dass bei uns jeden Tag 100, 150 Mails eingehen bei mir mit wirklich wüsten Beschimpfungen und Pöbeleien. Das ist einfach so, wenn man heute unzensiert von zu Hause aus alles Mögliche senden kann. Dann muss man auch damit umgehen. Also es gibt nicht nur Freude, es gibt auch das genaue Gegenteil, aber so ist die Gesellschaft. Wir wollen freundlich und hoffentlich unterhaltsam versuchen, durchs Jahr zu marschieren und die Ereignisse mal Revue passieren zu lassen. Die Ampel ist ja noch gar nicht so alt, gut ein Jahr, wenige Tage drüber. Und wir wollen uns mal ein paar Szenen angucken, die aus dem Jahr in Erinnerung geblieben sind. Ich bin Unternehmer und bitte erschrecken Sie jetzt nicht, ich habe eine Bäckerei. Neulich kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Ja, Bäckereisterben ist keine lustige Sache. Was ist Ihre Note für die Performance des Bundeskanzlers in diesem Jahr? Ich verteile keine Noten, aber es ist da der falsche Eindruck entstanden, glaube ich, dass Olaf Scholz sich darüber lustig macht, dass jemand, der von einem teuren Elektroofen umgestellt hat auf einen vermeintlich preiswerten Gasofen, jetzt feststellen muss, dass der Gasofen mindestens genauso teuer ist und nicht sogar teurer oder vielleicht auch gar nicht versorgt wird. Aber ich glaube nicht, dass Olaf Scholz, ich kenne ihn lange und gut, sich wirklich lustig machen wollte. Es war kein guter Auftritt. Haben Sie eine Prognose, wie die deutsche Wirtschaft durch die dieses Jahr gekommen ist und durch die nächsten Jahre kommen wird? Sie ist ja vergleichsweise gut durch dieses Jahr gekommen, weil wir keinen wirklichen Wirtschaftseinbruch hatten bisher. Wir haben die Befürchtung von gravierenden Ausfällen im nächsten Jahr. Das hängt nicht nur von der Witterung ab, sondern von der Frage, wie wir versorgt werden können, nicht nur mit Energie, sondern auch mit anderen Rohstoffen. Aber meine persönliche Einschätzung ist die, dass das Wirtschaftssystem bei uns so stark ist, dass es mit so krisenhaften Herausforderungen wirklich fertig werden kann. Wir werden eine kleine Delle bekommen, aber es wird keinen tiefen Einbruch geben. Ökonomen streiten ja darüber, ob wir alle ärmer werden. Was ist Ihre Prognose? Wir werden ja alle ärmer. Das können wir daran feststellen. Ich war gestern Abend essen und wenn ich feststelle, dass das Essen jetzt tatsächlich mehr als 10% teurer ist als noch vor ein paar Wochen, dann werden wir alle ärmer. Denn das Geld vermehrt sich nicht in der Geschwindigkeit. Mein Einkommen nicht in der Geschwindigkeit, Ihr Einkommen nicht in der Geschwindigkeit, wie die Preise gerade steigen. Und ich glaube schon, wir müssen berücksichtigen, dass es politische Aufgabe ist, den Wohlstand zu mehren und ihn nicht zu mindern. Wenn es politische Kräfte gibt, die sagen, wir sollen doch Verzicht üben, dann ist das für mich der falsche Ansatz. Gerade in solchen Krisenzeiten, wo es tatsächlich auch Leute trifft, die eigentlich dachten, sie seien bürgerlich gesettelt,
ist das Verhältnis zu Regierenden oftmals schwierig. Wir haben ja mal ein paar Bilder. Das ist an Bord des Regierungsfliegers zu einer Zeit, als noch Maskenpflicht in Flugzeugen herrschte. Offensichtlich nicht für die da oben. Muss man besonders sensibel sein in solchen Zeiten als Mitglied der Bundesregierung? Ja, wenn man öffentlich für Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln eintritt, dann sollte man das auch selbst dokumentieren. Zur Entschuldigung will ich hier sagen, dass ein ausgesuchter Kreis von Persönlichkeiten gewesen ist, die sich haben vorher testen lassen müssen. Rechtfertigt nichts, aber erklärt, wenn ich meine Community aussuchen kann, die zu mir kommt, dann kann ich auch auf Maßnahmen wie die Maskenpflicht verzichten. Sie kennen meine Position. Ich glaube, dass wir gerade während der Corona-Krise sehr viel mit Angst gearbeitet haben. Angst, Essen, Seele auf ist nicht immer ein guter Ratgeber. Man hätte das vielleicht auch ein bisschen wissenschaftlich fundierter und auch sozial abgewogener gestalten können. Über den Wolken spielt auch dieses Foto. Da geht es jetzt weniger um Masken. Das ist ein offizielles Fotoshooting für den Vizekanzler. Bemerkenswert fand ich daran, dass jemand, so perspektivisch weit der Blick auch schweifen mag und was auch immer man an Eigeninszenierung da reinstellt, sich als Klimaminister in einem Jet ablichten lässt, der so ziemlich den größten CO2-Ausstoß hat der gesamten Flotte der Bundesregierung. Gedankenlosigkeit oder einfach dem schönen Motiv erlegen? Letzteres, dem schönen Motiv erlegen. Jeder von uns ist eitel und das ist mehr eine Coverversion von Vogue, als dass es tatsächlich dokumentiert, dass ein Regierungsmitglied am Wohl des deutschen Volkes arbeitet. Ich bin ohnehin begeistert, dass der Steuerzahler 400.000 Euro dafür ausgeben darf, dass Robert Habeck ordentlich abgelichtet wird. Ja, aber ich meine, die Ärmel hochgekrempelt, tatkräftig, das Hemd leicht offen. So einen Minister brauchen wir doch. Wir können dokumentieren, das sind mehr als 19 Grad, denn bei 19 Grad würde er da nicht sitzen. Sehr schön. Ich hoffe, die Ironie teilt sich mit. Sonst kann ich noch einmal sagen, nicht uns zum Frieren auffordern, um Putin zu schlagen und gleichzeitig bei 24 Grad im Flieger mit offenem Hemd zu sitzen, ist schon eine echte Herausforderung. Er gibt einfach alles. Ein anderes Foto des Vizekanzlers, der ja für Energiezuständigkeit ist dieses. Ich glaube, das ist so ikonografisch, dass es auch ein bisschen in die Annalen der Geschichte eingehen wird. Was halten Sie von der Moral, die wir gegenüber Katar gepredigt haben, gerade bei der Weltmeisterschaft, und dann gleichzeitig so abhängig zu sein, dass wir uns vor ihnen verbeugen müssen? Ja, also zunächst einmal hat der Scheich ja erklärt, Robert habe sich gar nicht verbeugt. Das sieht aber auch so aus, als wollte er sich die Uhr betrachten, die der Scheich an seinem Handgelenk trägt. In der Tat, ich kann nichts Verwerfliches daran finden, dass ein dafür zuständiger Wirtschaftsminister in der Welt umherfährt, um sicherzustellen, dass wir mit Energie versorgt werden. Andererseits ist es ziemlich komisch, wenn man von Katar Gas haben will und die Katar gleichzeitig beschimpft, sie sei ein menschenfeindliches Regime, das geht nicht auf. Ich bin ohnehin der Auffassung, dass ein bisschen mehr deutsche Demut in der Welt uns ganz gut tun würde. Wir sind nicht mehr der Moralweltmeister und sollten uns auch nicht diese Rolle hineinbegeben. Obwohl man manchmal den Eindruck hat, also wir haben uns jahrelang über Berlusconi beschwert und die Italiener beschimpft. Wir finden natürlich Orban ganz schlimm. Donald Trump hätte bei uns nie etwas bekommen. Wir rezensieren eigentlich politisch die Welt schon durch. Und dass die Briten aus der EU ausgetreten sind, war natürlich auch komplett falsch. Die Neigung ist schon da. Also da ich ja durch und durch ein Demokrat bin, kann ich mich nicht darüber beschweren, dass die Menschen in anderen Ländern ihre Regierung so wählen, wie sie sie wählen. Wir müssen bedauerlicherweise ja auch mit dem Ergebnis von Wahlen in Deutschland leben, so oder so. Man kann das gut oder schlecht finden. Aber zu erklären, wir reden mit Menschen nicht mehr, die nicht unsere Gesinnung teilen, kann dazu führen, dass wir irgendwann nur noch ganz alleine auf der Welt sind. Unser Verhältnis zu Polen ist ramponiert, unser Verhältnis zu Frankreich ist nicht mehr das Beste, obwohl das wichtig wäre für die Europäische Union. Wir haben Probleme mit Italien, weil dort eine postfaschistische Regierung ins Leben gerufen worden ist. Wir haben Probleme mit Griechenland, obwohl da keine postfaschistische Regierung ist, weil die Griechen irgendwie glauben, sie werden schlecht behandelt in der Europäischen Union von uns auch. Wir haben Probleme mit Ungarn. Wir haben Probleme mit den skandinavischen Nachbarn, die jetzt mittlerweile auch erklären, dass der deutsche Wunsch nach Lieferungen von Gas nicht befriedigt wird, solange wir nicht bereit sind, unsere eigenen Vorkommen zu erschließen. Also insofern haben wir eine sehr bunte Welt. Und wenn man auf dem Gipfel der Moral angekommen ist, stellt man fest, das kann ganz einsam werden. Wenn wir beim Thema demokratische Kultur schon angekommen sind, wenn Sie rückblicken auf dieses Jahr im Deutschen Bundestag, Sie haben ja den Überblick vom Parlamentspräsidium aus,
Was gibt es da eine Bilanz zu ziehen? War es turbulenter als sonst? Waren die Zwischenrufe aggressiver oder hat die Krise zusammengeschweißt? Was ist Ihr Eindruck? Also zunächst einmal muss man sagen, es war ein sehr herausforderndes Jahr, weil so viel zu erledigen in so kurzer Zeit in meiner 32-jährigen Parlamentszugehörigkeit in verschiedenen Parlamenten mir so noch nicht untergekommen ist. Wenn Sie 180 Seiten bekommen und eine Stunde Zeit haben, das durchzuarbeiten, weil Fristen eingehalten werden muss, damit es ins Werk gesetzt werden kann, ist das schon sehr herausfordernd. Was die Stimmungslage im Parlament angeht, hat sich ein Ritual herausgebildet. Und das Ritual, das war ja schon zu sehen in den letzten 4 Jahren, also in der letzten Legislaturperiode, das Ritual besteht darin, dass AfD und, sagen wir mal, sich vermeintlich links haltende Kräfte bei den Linken, bei den Sozialdemokraten, bei den Grünen, sich wechselseitig mehr beschimpfen. Das ist auch gesitterter geworden, aber sie beschimpfen sich trotzdem und sie können sicher sagen, die AfD kann beantragen, was sie will, es wird niedergestimmt und die anderen können immer einen Applaus des gesamten Hauses außer der AfD bekommen, wenn sie ihre Reden damit beginnen, dass man mit den Neonazis im deutschen Parlament nichts zu tun haben will. Ist es eine gute Entwicklung, dass die AfD quasi aus allen Positionen im Bundestag ausgegliedert ist? Den Vizeposten bekommt sie nicht, die Ausschussvorsitze bekommt sie auch nicht. Ist das demokratische Hygiene oder Ausgrenzung? Das ist verfassungsgemäß, denn sie brauchen bei diesen Dingen Mehrheitsergebnis im Deutschen Bundestag. Das muss durch Wahlen entschieden werden. Und ich habe mal versucht, dem Geschäftsführer der AfD, Herrn Baumann, zu sagen, Sie müssen auch aufpassen, nicht, wenn Sie jedes Mal, bevor Sie eine solche Entscheidung herbeiführen wollen, den Rest des Hauses anpöbeln, müssen Sie nicht wundern, dass die Abgeordneten sich entsprechend verhalten. Auch das hat sich ritualisiert. Die AfD gefällt sich auch in dieser Opferrolle. Es wird jedes Mal gemacht und ich sage nochmal, es macht dann auch Sinn, so kurz vor Mitternacht noch eine namentliche Abstimmung herbeiführen zu wollen, um den anderen mal zu zeigen, was eine Hake ist. Und dann sagen die anderen eben auch, gut, dann nicht. Andererseits muss man auch nicht parlamentarisches Wohlverhalten an den Tag legen, um die Posten einnehmen zu können, die einem zustehen. Ja, das ist schon ein Märchen, dass die Posten einem zustehen. Sie haben ein Vorschlagsrecht, beispielsweise beim Vizepräsidenten. Aber in der Verfassung steht bereits, es muss eine Wahlakte erfolgen. Übrigens sind sämtliche Klagen der AfD beim Bundesverfassungsgericht bei der Frage Ausschussvorsitz oder bei der Frage Vizepräsident sind alle gescheitert mit dem Hinweis darauf, dass das Verfassungsgericht die Verfassung jetzt nicht ändern kann. Es steht drin, die Mehrheit des Deutschen Bundestages muss einen entsprechenden Wahlakt vollziehen und dann ist das einfach so. Es trifft übrigens auch nicht nur die AfD, es gab es auch schon mal bei den Linken, da ist auch schon mal jemand lange Zeit nicht gewählt worden. Es geht nicht um Wohlverhalten, aber es geht darum, dass man die Arbeitsatmosphäre im Bundestag vielleicht auch nicht darum belasten muss. Hätten Sie einen persönlichen Zwischenruf-Weltmeister in den Fraktionen? Ich kann das nicht namentlich zuordnen, aber die meisten Zwischenrufe geschehen zwischen Bündnis 90 Die Grünen und AfD bei den jeweiligen Rednern hin und her. Ich habe schon gesagt, es hat sich fast ritualisiert. Sollte man vielleicht nebeneinander setzen? Das würden die Grünen um keinen Preis der Welt mitmachen. Und wir würden auch keine Mehrheit im Deutschen Bundestag finden, die das bewirken würden. Es wollte ja ursprünglich niemand neben der AfD sitzen. Jetzt sitzt die Union da. Unter tätiger Mithilfe der Ampelkoalition. Aber egal, das sind Geschlachten. Noch einmal, die Demokratie besteht darin, dass man eine Mehrheit zusammenbringen muss. Gehen wir mal weiter in den Bildern. Wir kommen hier zu einem ganz besonderen Freund in der Koalition von Ihnen. Man sieht hier ein ganz nettes Panorama aus dem Kabinett und man sieht einen Maskenträger in der Mitte. Wenn ein weiteres Foto kann man noch mal eine Nahaufnahme. Karl Lauterbach. Trägt er mehr zum Gefühl der Sicherheit im Lande bei oder mehr zur Verunsicherung? Ich sage nur Monsterwellen, der Herbst wird ganz furchtbar werden. Was ist das? Ist er der Gesundheitsminister oder der Verunsicherungsminister? Es gibt zwei Phasen. Bis zum Zeitpunkt, als er Minister wurde, galt er als Ikone der Wissenschaftlichkeit und der praktischen Umsetzung in die Politik. Und dieses Bild hat sich im Laufe dieses Jahres dramatisch geändert, was man schon daran sehen kann, dass die Beliebtheitswerte von Karl Lauterbach wirklich in den Keller gegangen sind. Das mit den Masken finde ich sehr schön. Ich war bei einem Journalistenempfang und er war der Einzige, der eine Maske trug. Dann habe ich aus Solidarität auch kurz eine Maske aufgesetzt. Da hat er sofort ein Selfie gemacht und das auch verbreitet. Ich habe Kubicki davon überzeugt, dass man Masken tragen sollte, auch bei solchen Veranstaltungen. Da habe ich dann zurückgeschrieben in sozialen Netzwerken. Ich habe Karl Lauterbach davon überzeugt, dass man Masken auch freiwillig aufsetzen und wieder abnehmen kann. Und dann habe ich ihm nochmal gesagt, die Maske ist nicht dicht.
Es macht ja keinen Sinn, eine Maske aufzusetzen, die nicht dicht ist. Dann sieht man das. Ich sage, ich sehe das. Und also, sein Leben ist der Kampf gegen Corona. Und in dem Maße, in dem Corona an Schrecklichkeit verloren hat und in dem die Horrorzahlen, die er genannt hat, und die Prognosen, die er genannt hat, sich nicht eingestellt haben, schwindet das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit von Karl Lauterbach. Sie haben mal gesagt, er würde die Legislaturperiode mutmaßlich nicht überleben. Es liegt einfach daran, dass bisher außer Kampf gegen Corona nicht sehr viel Produktives aus seinem Haus gekommen ist, vor allem von ihm nicht. Die letzte große begeisternde Welle hat er ausgelöst bei den Pflegekräften, als er erklärt hat, wir bekämpfen den Pflegemangel dadurch, dass wir jetzt die Personaluntergrenzen verändern, mit der Folge, dass die Menschen eben mehr arbeiten müssen und nicht weniger. Also ich verspreche euch, ich entlaste euch, indem ich euch jetzt mehr Aufgaben übertrage, ist relativ komisch. Auch bei den Krankenkassen klafft ja nach wie vor eine große Finanzierungslücke. Also es gibt genug zu tun, auch jenseits von Corona. Wir brauchen eine Revision der gesetzlichen Krankenkassen. Wir brauchen eine Krankenhausreform, die ihren Namen trägt. Und er muss sich langsam mal Gedanken darüber machen, wie man mehr Menschen, mehr Personal in die Krankenhäuser bekommt. Denn das größte Problem ist momentan und auf absehbare Zeit Personalmangel. Ärzte und vor allen Dingen Pflegerinnen und Pfleger. Und die haben natürlich recht, ne? Sich an die Balkone zu stellen und zu klatschen, ist das eine. Den Menschen mehr Geld zu versprechen und was dann bei vielen gar nicht ankommt, ist das andere. Und die Mahnungen der Kliniken, dass sie so nicht weiterarbeiten können, weil sie alle kurz vor der Pleite stehen, müssen ihn eigentlich dazu bewegen, mal was anderes zu denken als an... Er hat ja die Budgets im Gesundheitswesen, die er selbst mit eingeführt hat, jetzt wieder teilweise abgeschafft. Die Budgets waren dazu gedacht, dass man Wirtschaftlichkeit einziehen lässt, anstatt dass die Gesundheitseinrichtungen durch möglichst lange Behandlungen möglichst viel Geld verdienen. Ich weiß nicht, wie weit Sie sich in die Gesundheitspolitik hinabwagen wollen. Glauben Sie, dass das trägt? Zunächst einmal muss man mit einer Chimäre aufhören. Es wird immer wieder erklärt, die Privatisierung des Gesundheitswesens, die Kapitalisierung des Gesundheitswesens sei ein Riesenproblem gewesen. 70% der Kliniken, die wir in Deutschland haben, sind in öffentlicher Hand, in kommunaler Hand oder in der Hand von Trägern von sozialen Einrichtungen. Das heißt, die sind nicht kapitalistisch organisiert. Und in der Tat ist das so, dass jede Einrichtung ja effizient arbeiten muss. Und ich verstehe, dass wenn man Pauschalpreise einführt, Kliniken sich mit der Frage beschäftigen müssen, ob man mit wenig Aufwand viele Menschen behandeln kann, die unter diese Pauschalpreisregelung fallen, ob das dann medizinisch jeweils so sinnvoll ist oder nicht, ist einfach ein Ergebnis der Frage, können Kliniken überleben oder können sich Kommunen oder Länder leisten, hohe Defizite ihrer Kliniken jeweils aufzufangen. Beispielsweise hat das UKSH in Schleswig-Holstein, das Land, aus dem ich komme, und ich war lange im Landesparlament, ein regelmäßiges Defizit. Die kommen nie in die schwarzen Zahlen, bleiben immer rot. Und dann muss man sich die Frage stellen, können wir jedes Jahr aus dem Landeshaushalt zweistellige Millionenbeträge zuschießen oder... Kreis Rendsburg an Förde, die Inlandkliniken mussten jetzt gerade Insolvenz anmelden, weil sie den Anspruch, den die vielen Bürgerinnen und Bürger an die Kliniken haben, mit den Erträgen, die sie erzielen, nicht mehr befriedigen können. Kommen wir zu einem anderen Einschnitt, dem gravierendsten Einschnitt des zurückliegenden Jahres, vermutlich der 24. Februar, der Angriff Russlands, der Überfall auf die Ukraine. Wir sehen hier eine feuernde Panzerhaubitze aus deutscher Lieferung. Was fühlen Sie, wenn Sie deutsche Waffen auf Russland gerichtet sehen? Ja, zunächst einmal werden diese Waffen nicht von deutschen Soldaten bedient, sondern von ukrainischen Soldaten bedient. Und es spielt dann keine Rolle, ob sie aus Deutschland geliefert werden oder aus anderen Ländern. Der 24. Februar 2022 war für mich ein persönlicher Einschnitt, weil 40, 50 Jahre der Grundlage meiner politischen Aktivitäten sich in Luft aufgelöst haben. Ich hätte noch am 23. Februar gewettet, meine Jahresdiät, dass Russland die Ukraine nicht angreift, dass bedroht wird, aber dass sie nicht angreift. Denn ich bin ein Kind der Entspannungspolitik von Willy Brandt und Walter Scheel und anschließend von Hans-Dietrich Genscher nach der Devise, wir nähern uns an, wir reden miteinander, wir treiben Sport miteinander, wir verzahnen uns und da wird es keinen Krieg mehr auf mitteleuropäischem Boden geben. Und Russland hat entgegen allen Zusagen, mein Freund Thomas Oppermann und ich waren sehr häufig in Moskau und auch in der Ukraine, entgegen allen Zusagen, auch schriftlichen Zusagen, sein Wort nicht gehalten und damit eine große Krise ausgelöst, weil wir nie wieder wissen, ob wir Vereinbarungen mit den Russen trauen können, ob sie die tatsächlich einhalten werden. Und es ist schon für mich persönlich auch eine wirkliche Zeitenwende gewesen, denn ich habe mir nicht vorstellen können, dass es nochmal Krieg gibt in Mitteleuropa.
Und ich habe dann 3 Tage danach auch mich mit der Frage beschäftigt, gehörst du möglicherweise einem deutschen Bundestag an, der mal den Kriegsfall feststellen muss? Denn es war am Anfang ja nicht klar, ob sich das auf die Ukraine begrenzen lässt oder ausgreift. Wir haben hier Bilder aus Butscha, einem der schlimmsten Verbrechen dieses Krieges. Ist Krieg als Mittel der Politik zurück auf der internationalen Ebene? Er sollte es nicht sagen, Krieg ist an sich ein Verbrechen. Und es leiden in aller Regel immer die zivilen Menschen. Wir wissen bei den modernen Kriegen, dass das Verhältnis 1:10 ist. Also auf jeden getöteten Soldaten kommen im Zweifel 10 getötete Zivilisten. Und das kann es im Zweifel nicht sein. Ich habe, wie gesagt, nicht vorstellen können, dachte, wir seien entwickelt genug in Europa, dass nochmal mit Waffengewalt versucht wird, Grenzen zu verändern oder Territorien zu erobern. Aber so ist das nun mal. Und die Lernerfahrung ist daraus, dass offensichtlich doch das alte lateinische Sprichwort gilt, nicht, wenn du den Frieden willst, rüste zum Krieg. Kommen wir zu einem anderen Thema. Das ist jetzt ein harter Schnitt. Am Vorabend der Krise, das größte gesellschaftliche Ereignis in der allgemeinen Wahrnehmung war die Hochzeit von Christian Lindner auf Sylt, ihrem Parteivorsitzenden. Selten hat ein Politiker mit so viel Glamour gefeiert. Sie waren auch dort und auch der Oppositionsführer flog ein. War das angemessen? War das eine Ersatzreaktion zum Vergessen der Krise oder einfach nur Liebe? Ja, einfach nur Liebe. Also Liebe war die Grundlage der Heirat. Und ich finde, wenn Menschen sich finden, dann haben sie alles Recht darauf, das auch so zu feiern, wie sie das gerne wollen. Ich habe immer gesagt, Christian Lindner hatte 150 Leute bei seiner Hochzeit, bei mir waren es über 300. Insofern war es eine kleine Hochzeit. Andere Zeiten, aber die Hochzeit ist bezahlt worden vom Brautvater und dass Eltern, ich bin selbst Vater, den schönsten Tag im Leben ihrer Tochter oder ihres Sohnes so ausrichten wollen, dass es unvergesslich ist, das sollte man akzeptieren. Nicht jeder kann so feiern, aber es gibt noch glamourösere Feierlichkeiten gegenüber der Hochzeit auf Sylt. Ich komme ja aus Schleswig-Holstein. Leute, die nicht aus Schleswig-Holstein kommen, halten Sylt immer für das Monaco des Nordens. Man kann auch dort ganz vernünftig zu vernünftigen Preisen Hochzeiten begehen, Hochzeiten feiern. Ich fand das eine sehr schöne Veranstaltung und ich habe an dem Abend eine der besten Reden gehört, die ich jemals gehört habe von Olaf Scholz, der auch witzig sein kann und der auch ironisch sein kann und der genau wie ich dem Paar alles Gute fürs weitere Leben. Vielleicht hätte Phoenix diese Rede übertragen sollen und es hätte das Image der Bundesregierung befördert. Also jedenfalls hätte man privat einen völlig anderen Olaf Scholz erlebt als den Scholz-O-Maten hier im Deutschen Bundestag. Die deutsche Politik grundsätzlich ein Problem mit Glamour oder mit Wohlstand? Als Jens Spahn seine Villa gekauft hat, gab es auch große Debatten, ob das denn statthaft sei. Also die Deutschen haben insgesamt grundsätzlich ein Problem mit Erfolg und der Neid ist bei uns sehr weit verbreitet. Ich kann daran nichts Verwerfliches finden, aber noch einmal, jeder darf dazu seine eigene Meinung haben. Ich fand das eine sehr schöne Party. Ich habe nach langer Zeit auch mal wieder getanzt an dem Abend und die lief bis morgens 4 Uhr oder 4.30 Uhr. Das hat man auch selten, es wurde schon hell nach einer durch. Das knüpft ein bisschen an die Bereinigungssitzung im Bundestag, aber das ist ein ganz anderes Thema. Also die Party ist schöner als Bereinigungssitzung im Deutschen Bundestag. Ich ahne es. Weniger schön fand ich jetzt solche vermeintlich satirischen Aktionen wie die von Herrn Böhmermann. Sie sind hier auch auf dem Fahndungsplakat mit abgebildet. Lässt Sie sowas kalt und Kunstfreiheit darf alles oder gibt es da irgendwo Grenzen? Also nicht jeder, der sich für einen Satiriker hält, ist ein solcher. Ich könnte jetzt auch sagen, ich könnte Herrn Böhmermann jetzt beleidigen, aus Teufel komm raus und dann sagen, schreibt dann runter, das war Satire. Mich stört nicht, also der Witz, der dahinter steht, der stört mich nicht. Mich stört Fahndungsplakate, stört mich grundsätzlich, weil sie bei Menschen, die nicht genau den Text lesen, davon soll es einige geben, auch den Eindruck erwecken könnten, es wäre gerechtfertigt, diejenigen, die dort sind, anzugreifen, körperlich anzugreifen oder sogar zu töten. Und das macht mich eigentlich rasend. Es ist in der Tat ein seltsam spielerischer Umgang mit, sagen wir mal, eher düsteren Kapiteln der deutschen Geschichte. Wenn man sich anguckt, auch das Setting der jetzt eingestellten Sendung von Herrn Krömer spielte ja in einem Stasi-ähnlichen Ambiente und er gerierte sich zuweilen auch ähnlich. Machen wir mal Folgendes. Also ich stelle mir mal gerade vor, die AfD würde so ein Plakat machen, genauso witzig aufgemacht und da wären dann Bilder von Journalisten drauf.
wir hätten einen Aufschrei in der Republik, ne, das seinesgleichen suchen würde. Und dann würde wahrscheinlich, was weiß ich, Herr Gauland sagen, das war auch nur Satire. Dann würden wir sagen, wir müssen jetzt mal drüber nachdenken, ob wir die nicht einsperren müssen, weil das ja aussieht wie ein Aufruf, dorthin zu marschieren. Und ich kann mich erinnern, als Namen und Adressen von Politikern veröffentlicht wurden, in der Reichsbürgerszene, haben wir alle nach der Polizei gerufen. Ne? Und hier sagen wir, das müssen wir einfach so akzeptieren. Und kann Herr Böhmermann sagen, er möchte sich nicht mit AfD vergleichen lassen, aber auch das ist ja möglich in einem freien Land. Aber das Niveau ist ähnlich. Öffentlicher Rundfunk war das Jahr über auch verschiedentlich ein Thema. Der RBB hatte da einen spektakulären Fall, wo dann immer so Details rausgegriffen werden. Die Massagesitze bleiben besonders in Erinnerung. Der öffentliche Rundfunk ist gut mit Mitteln versorgt, 8,5 Milliarden ungefähr. Wie gehen Sie eigentlich damit um, dass die deutschen Satiresendungen eigentlich die FDP als flächendeckendes Thema gewonnen haben? Ganz gleich, ob Heute Show oder die Anstalt. Oder die FDP ist eigentlich einer der Hauptinhaltsspender. Ich meine, das könnte sie auch mit Genugtuung erfüllen. Ja, also ich habe nichts dagegen, dass meine Partei, dass wir Gegenstand von Satiresendungen werden oder auch im Karneval durch den Kakao gezogen werden. Auch das ist ja eine Form von Meinungsfreiheit und Meinungsausübung, die in einer offenen Gesellschaft gewährt werden muss. Nur dann muss auf der anderen Seite jeder, der sich genauso mit uns beschäftigt, sich auch gefallen lassen, dass wir uns mit ihm in gleicher Weise beschäftigen. Ich habe das mit klammheimlicher Freude alles zur Kenntnis genommen, weil ich eine viele Sendungen kenne, die Politiker vors Brett nehmen, die Diäten sind zu hoch, die Versorgungsbezüge sind zu hoch, die Sitze sind zu schön. Und ich habe früher schon gesagt, es kann nicht sein, dass der Chef der ARD deutlich mehr verdient als der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, weil er keine Verantwortung trägt in der gleichen Weise. Und es war schön zu sehen, dass die Oberen bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten auch glauben, das sei ein Selbstbedienungsladen, weil die Kontrolle nicht so richtig funktioniert hat. Es wird Zeit, dass die Rechnungshöfe kompletter durchmarschieren können. Dagegen wehren die sich ja regelmäßig. Und es wird Veränderungen auf rechtlicher Ebene geben, um solche Auswüchse wie beim RBB, ist nicht der einzige Sender, wie bei allen öffentlich-rechtlichen Sendern zu verhindern. Es gab ja immerhin durch Tom Buro, den Vorsitzenden der ARD, wenigstens das Verständnis, dass es da zu irgendwelchen Reformen kommen muss. Ob daraus etwas folgt, da habe ich ganz große Zweifel dran, weil die Struktur der Öffentlichen eigentlich so aufgestellt ist, dass es niemanden gibt, der ein Mandat zu tiefgreifenden Reformen hat, auch durch die föderale Struktur und die Länder sind zuständig. Die Politik hat nicht wirklich ein Interesse daran, die Sender selbst haben wenig Interesse daran. Und, wir könnten ja folgender Idee auch mal folgen. Wir sind jetzt dabei, dass wir bei Unternehmen, denen wir jetzt gerade helfen in der Gas- und Strompreiskrise, sagen, ab einem bestimmten Betrag dürft ihr keine Boni mehr auszahlen und keine Dividenden auszahlen. Hier könnte man ja sagen, nicht dadurch, dass wir euch mit öffentlichen Mitteln ausstatten oder ihr mit öffentlichen Mitteln ausgestattet werden, ziehen wir eine Gehaltsbremse ein. Ein Intendant darf nicht mehr verdienen als 150.000 Euro oder was auch immer. Und jeder, der dann sagt, das ist für ihn zu wenig, der muss sich dann woanders umsehen. Das wäre eine Möglichkeit zu sagen, wir gucken uns mal die Gehaltsstruktur an, vergleichen sie mit anderen Bereichen der Wirtschaft oder des öffentlichen Dienstes, insbesondere auch was die Versorgungsbezüge angeht. Ich finde es schon ziemlich verwegen, dass ausgerechnet öffentlich-rechtliche Medien, bei denen die Altersversorgung exorbitant gut ist, sich darüber beschweren, dass die Altersversorgung beispielsweise im öffentlichen Dienst oder beispielsweise von Abgeordneten so hoch sei, in Relation zu dem, was die Jungs und Mädels da bekommen, ist das ein Schnäppchen. Gar keine Satire war das hier. Das ist Prinz Heinrich der 13., wenn ich es richtig mitgezählt habe, Reuß. Und wird hier übrigens durchweg bei allen Medien ungepixelt, bei vorangekündigten Razzien aus dem Haus geführt. Wie nah war Deutschland denn tatsächlich an einem Staatsstreich? Das ist jetzt keine ernste Frage. Also man darf nichts verharmlosen, aber ich warne auch vor Dramatisierung. Als ich gelesen habe, dass diese Mickey-Maus-Truppe sich mit der Frage beschäftigt hat, wer die Kantine führt nach erfolgreichem Staatsstreich, war mir klar,
Darüber muss ich jetzt nicht weiter nachdenken. Es war nicht aus der Luft gegriffen. Die Süddeutsche hat sich da ernsthaft Gedanken gemacht. Ja, wir haben auch lange bei uns diskutiert. Bei uns gibt es auch Leute, die gesagt haben, Mensch, da war ein Bataillonskommandeur dabei. Dann habe ich gesagt, ja, und hatte der ein Bataillon oder war der ganz alleine? Also wenn wir den Eindruck erwecken, dass 55 oder 100 Leute in Deutschland in der Lage sind, unser System aus den Angeln zu heben, dann haben wir ein ganz anderes Problem in der Gesellschaft. Das muss jetzt juristisch aufgearbeitet werden. Das wird abgeurteilt, wie bei allen anderen Sachen auch, wenn sich die Tatbestände als gegeben tatsächlich herausstellen. Ich finde, dass Thomas Fischer, der ehemalige Senatsvorsitzende am Bundesgerichtshof, dazu, wenn ich das mal sagen darf, bei Spiegel Online alles geschrieben hat. Das muss man nur lesen. Bedauerlicherweise hat der Spiegel das nach 2 Stunden vom Netz genommen, weil es offensichtlich nicht der politischen Auffassung war. Aber er hat geschrieben, Deutschland stand nie in Gefahr für einen Staatsstreich. Also wenn ich es kurz zusammenfassen darf für die Leute, die es nicht gelesen haben. Also selbst wenn unterstellen wir mal, was ich ausschließen kann, dass jetzt 5 Leute mit Pistolen mich ja festgesetzt hätten, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Daniel Günther als Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein gesagt hätte, okay, ich schließe mich jetzt der Bewegung an. Also nochmal bei allem Ernst, man muss die Kirche auch wirklich im Dorf lassen, weil man sonst die wahren Gefahren, die im Staat sozusagen begegnen, nicht erkennt. Aber die Folgen schlagen ja eigentlich ins Gegenteil um. Unmittelbar danach wurden ja wie immer reflexhaft die Forderungen laut, was denn nun geschehen müsste. Das Waffenrecht müsse verschärft werden. Wird nicht passieren, weil wir können nicht die ganzen Sportschützen und Jäger nun bestrafen, weil, was weiß ich, wie viele Waffen bei Leuten gefunden worden sind, von denen noch nicht mal klar ist, ob sie nicht über entsprechende Waffenbesitzkarten verfügt haben oder über Waffenscheine verfügt haben. Das müssen im Zweifel die Ordnungsbehörden vor Ort regeln. Man kann eine waffenrechtliche Überprüfung auch jederzeit anordnen und dann hat sich das. Bis wie viel Schaden macht der Eindruck, dass dort eine Überinszenierung stattgefunden hat mit zweckdienlichem Hintergrund, dass man irgendwelche Gesetze verschärfen möchte? Ja, eine Überinszenierung, also weil 3000 Beamte unterwegs waren, das hat was mit der Vielzahl der Komplexe zu tun, die man da aufsuchen musste und dass die Beamten, nachdem bei einer Polizeiaktion in Bayern mal ein Polizeiamt erschossen worden ist, weil sie einem Reichsbürger eine Waffe wegnehmen wollten, dass die dann auch Sicherungsmaßnahmen ergreifen, halte ich für legitim und zuverlässig. Aber wenn Sie sich alleine mal angucken, die Bandbreite von staatlichen Einrichtungen, die beteiligt waren, also Bundesamt für Verfassungsschutz, Landesämter, LKAs, dann ist das schon die gesamte Breite unseres Sicherheitsapparates. Und wir müssen immer noch wissen, die Gruppe stand seit längerer Zeit bereits unter Beobachtung. Also es war Zeit offensichtlich in der Auffassung des Generalbundesanwalts, der dafür zuständig ist, zuzugreifen. Aber es stand nicht bevor, dass jetzt hier der Reichstag erobert wird durch ein Kampfbataillon der KSK. Die Bundesinnenministerin hat auch als Reaktion auf die Reichsbürger-Großrazzia das Demokratiefördergesetz vorgestellt. Wie sinnvoll ist es denn, wenn der Staat Maßnahmen ergreift, vor allen Dingen Geld ergreift, um Demokratie aktiv fördern zu wollen? Die Exekutive fördert das, was sie eigentlich hervorbringen soll, nämlich die demokratische Struktur. Also zunächst einmal hat das Demokratiefördergesetz nichts zu tun mit dieser Aktion. Denn im Koalitionsvertrag vor einem Jahr ist bereits vereinbart worden. Sie hat es aber so in den Kontext auch mit. Ja, bedauerlicherweise war das zeitgleich oder zeitnah, aber Sie wissen, nicht Gleichzeitigkeit heißt nicht Kausalität. So, da müssen wir klarstellen. Ich bin äußerst skeptisch, dass es Sinn macht, vermeintliche NGOs, die sich für Frieden, Klimaschutz oder demokratische Werte einsetzen, mit staatlichen Mitteln zu finanzieren. Das weckt nicht nur Begehrlichkeiten, sondern dann sind es eben keine unabhängigen Einrichtungen mehr. Und um das mal auf den Punkt zu bringen, wir kämpfen, seit 15 Jahren kämpfen wir gegen rechts. Und die Gefahr mit den vielen Aufwendungen, die wir tätigen, ist offensichtlich nicht kleiner, sondern größer geworden. Da müssen wir drüber nachdenken, ob die bisherige Form der aktiven Gestaltung der Demokratieförderung das Ergebnis gebracht hat, was wir uns gewünscht haben. Demokratieförderung ist ein gutes Stichwort. Die sogenannte letzte Generation, aber auch andere Klimaprotestler, die dieses Jahr mehrere Großstädte in Atem gehalten haben. Wir sehen hier gerade eine Autoblockade. Wir sehen hier eine Blockade eines Flughafens. Berlin und München waren da massiv betroffen. Der Grundtenor geht ja dahin, weil die Politik nicht hinreichend effizient ist und das beschließt, was wir für klimapolitisch richtig halten, müssen wir die Gesellschaft lahmlegen, wachrütteln und die Politik dahin treiben, dass sie endlich wach wird. Wo endet Protest und wo beginnt Erpressung der Politik? Zunächst einmal finde ich das wirklich lustig, dass man sich auf einem Flughafen festklebt, um ein 9-Euro-Ticket durchzusetzen. Also wie klein ist die Münze eigentlich des Anspruchs? Wir hören damit auf.
wenn das 9-Euro-Ticket eingeführt wird und auf den Autobahnen 100 gilt, das zeigt eigentlich, wie kleingeistig die Menschen sind, die sich darin kleben. Ich finde, dass das Demonstrationsrecht und auch das Versammlungsrecht in Deutschland von Verfassungswegen wirklich auch ein tragendes Element sind. Und ich sage, solange die auf der Straße demonstrieren und sich auch hinsetzen und weggetragen werden, ist das von Verfassungswegen möglich und ich muss die Ziele nicht teilen. In dem Moment, in dem sie sich festkleben, wird es eine Straftat. Und da muss auch entsprechend reagiert werden. Und ich sehe ja mit wachsender Begeisterung, dass die deutsche Justiz damit auch fertig wird. Also auch mit den kleinen Kindern, die sich da festkleben oder den Leuten, die ihren Beruf aufgegeben haben, weil sie sich einer größeren Sache verschrieben haben, wird der Rechtsstaat fertig. Wir sollten auch das nicht ganz so hoch hängen. Es gab da in Berlin einen dramatischen Zwischenfall, wo ein Rettungswagen nicht schnell genug durchkam. Wurde dann lange darüber gestritten, ob das ursächlich für den Tod der Radfahrerin war, die dann unter einem Betonmischer eingeklemmt war. Dennoch müsste man nicht klarer herausarbeiten, dass diese Bewegung keine politische oder gesellschaftliche Mehrheit hat. Das Problem besteht doch darin, dass sie nicht akzeptieren wollen, dass Mehrheiten entscheiden in der Demokratie und nicht die von irgendeiner Gruppe als dringlich empfundene Agenda. In der Tat ist das so und das wird die Lernerfahrung sein, denn sie können in einer Demokratie Entscheidungen nur verändern, indem sie Mehrheiten bilden. Ansonsten, wenn sie das nicht mehr akzeptieren wollen, brauchen sie diktatorische oder willkürliche Formen. Das wäre dann aber sehr peinlich, denn das könnte auch dazu führen, dass ähnlich wie im Iran die Menschen dann nicht nur einfach von der Straße gelöst werden, sondern eingesperrt werden oder vielleicht auch hingerichtet werden. Das können sie im Zweifel auch nicht wollen. Also insofern, Demokratie hat schon einen Wert an sich. Das werden die Leute auch noch bemerken. Und ich finde schon, man sollte, da sind wir uns mit den Grünen und Sozialdemokraten einig, die jungen Leute auffordern, sich doch auf den langen Marsch durch die Institutionen zu begeben und nicht zu glauben, man würde die Menschheit dadurch retten, dass man sich in Berlin an der Straße festklebt. Was dann den Unfall angeht, wir haben jeden Tag Bilder, wo Rettungsgassen nicht gebildet werden und Rettungskräfte nicht zu den Einsatzorten kommen können. Also ich würde jetzt nicht sagen, die Klimaaktivisten sind schuld daran, dass sie versterben mussten, denn schuld sind auch die, die keine Rettungsgasse bilden, wenn sie an der Autobahn gestoppt werden. Ist das die ureigene Aufgabe der Grünen, sich mit dieser Szene auseinanderzusetzen? Die Grünen werden mit dieser Szene am meisten Probleme haben, wenn sie sich weiter radikalisieren wird, was nicht ausgeschlossen ist. Wenn also schlimmere Aktivitäten geschehen, als sich nur festzukleben oder nur Bilder zu bewerfen, dann wird die Frage im Raum stehen, ob es einen parlamentarischen Arm gibt dieserjenigen, die dann schwerste Straftaten begehen. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Öffentlich-rechtliche hatten wir schon. Es gab einen Wechsel in der Moderation von Hart aber fair. Luis Klamroth hat von Frank Plassberg übernommen. Und es gibt Leute, die sagen, Plassberg sei die einzige nicht als links wahrgenommene Talkshow im öffentlichen Fernsehen gewesen. Jetzt hat sich dieser Tage ergeben, dass der neue Moderator mit Luisa Neubauer zusammen ist. Im Prinzip eine völlig private Geschichte, die gar nichts zu tun hat mit der inhaltlichen Ausrichtung der Sendung. Trotzdem wird man es im Hinterkopf behalten, wenn er über Klimathemen spricht beispielsweise. Ist das eine günstige Konstellation oder müssen wir das einfach ignorieren? Also zunächst einmal teile ich nicht, dass wir linke Talkshows haben. Es gibt Leute, die haben bestimmte eigene Agenda und ich warne immer davor, Journalisten insbesondere zu glauben, sie seien Aktivisten, denn dann sind sie keine Journalisten mehr. Es gibt Sendungen, ich würde Markus Lanz nie als links einordnen wollen oder auch Maybrit Illner nie als links einordnen wollen, auch wenn gelegentlich relativ viele Grüne und Linke dort zu Wort kommen. Das ist ich bin gegen jede Form von Sippenhaft. Und es gibt die Möglichkeit, das werden wir sehen, dass Herr Klamroth sich innerlich davon befreien kann, jetzt verbunden zu werden mit den Aktivitäten von Fridays for Future. Das werden wir dann sehen, wenn das anders sein wird. Dann gibt es vielleicht einen Beziehungskrach. Aber ansonsten wird die Wirkungsmöglichkeit, die Wirkungsbreite nicht so groß sein wie bei Plassberg. Weil von vornherein klar ist, nicht, durch die persönliche Beziehung wird es für ihn eben schwer, sich tatsächlich auch neutral zu bestimmten Fragestellungen zu verhalten, die was mit den Aktivitäten seiner Partnerin zu tun haben. Wäre möglicherweise ein spannendes Extraformat für einen Podcast oder ähnliches. Also ich kann sicher sagen, jede seiner Sendungen wird jetzt punktgenau darauf analysiert werden. Gibt es da eine Einflussnahme von Frau Neubauer oder gibt es einen Ehekrach oder so? Die Bildzeitung wird da ganz groß sein. Krach zu Hause bei Klamroth. Luis und Luisa, der Küchentisch-Talk.
Beim Umweltthema wollten wir noch bleiben. Das war, hat ja dieses Jahr die Ampelkoalition, ich weiß gar nicht, haben Sie Probleme mit dem Wort Ampel? Manche in der FDP sagen ja immer, Ampel ist ein schlechtes Wort, da gehen wir so unter. Haben Sie kein Problem? Ich nicht, und die, die das in meiner Partei sagen, sie gingen da unter, die würden da untergehen bei jedem anderen Begriff. Linksgelb, sagt die CSU. Egal. Atomkraft war ein großes Thema. Was sehen Sie auf diesem Bild? Was fühlen Sie? Eine Risikotechnologie, eine Hochrisikotechnologie oder die grundlastfähige Möglichkeit, sich weiter mit Energie zu versorgen? Da ich schon in jungen Jahren gegen Atomkraft und Nutzung von Atomkraft demonstriert habe, bin ich ein völlig falscher Ratgeber. Aber ich glaube schon, dass jedenfalls, solange wir die Grundlastfähigkeit brauchen, es keinen Sinn macht, die wirklich gut ausgestatteten Werke bei uns zu schließen und gleichzeitig darauf zu hoffen, dass wir aus Frankreich im nächsten Jahr Atomstrom kriegen oder aus Holland oder Belgien. Ich wäre für einen Weiterbetrieb, solange es notwendig ist, aber auch nur, solange es notwendig ist. Dann könnten wir natürlich hier lange Videos einspielen mit aneinandergeschnittenen Aussagen aus Regierungskreisen in diesem Jahr. Wir haben kein Stromproblem, wir haben ein Gasproblem, wir haben kein Wärmeproblem. Wir hatten alle möglichen Probleme nicht, solange es darum ging, Kernkraftwerke abzuschalten. Hätten Sie gedacht, dass Sie mal mit einer Partei regieren, die im Angesicht einer Energiekrise Kraftwerke abschaltet? Nein, weil ich ja aus eigener Erfahrung wusste, wir haben ja eine eigene Koalition mit den Grünen in Schleswig-Holstein über 5 Jahre hinweg gehabt, dass die Wahrnehmung der Realität auch zu Veränderungen des praktischen Handelns führen kann, selbst bei meinen grünen Freunden. Und ich akzeptiere, dass man als verantwortlicher Mensch in einer Partei nicht dazu beitragen soll, die eigene Partei zu zerlegen. Aber andererseits ist die ist der Druck bei uns so stark, dass wir uns mit den Wirklichkeiten wirklich beschäftigen sollten. Und das führt dazu, wir werden, ob Robert Habeck das will oder nicht, ob die Grünen das wollen oder nicht, wir werden unsere eigenen heimischen Gasvorkommen fördern müssen, weil um uns herum es extrem teuer wird und niemand mehr rechtfertigen kann, warum wir Wertschöpfung ins Ausland verlagern. Dieses Jahr 110 Milliarden Euro, die abfließen und nicht abfließen müssen. Und wir werden, da bin ich tiefenentspannt, auch im Februar nächsten Jahres darüber nicht nur reden müssen, sondern es wird so entschieden werden, dass die bestehenden Kernkraftwerke noch für den Winter 2023/2024 genutzt werden, weil ansonsten die Stromversorgung bei uns wirklich problematisch wird. Sie würden aber nicht so weit gehen zu unterstellen, dass mit Bedacht keine neuen Brennstäbe bestellt wurden, um eine Lücke entstehen zu lassen, die dann nicht mehr schließbar ist. Ja, die Behauptung, das würde 18 Monate dauern oder 9 Monate dauern, ist schlichter Unsinn. Man kann Brennstäbe, die jetzt da sind, anders konfigurieren und dann auch noch mehr Energie aus den Kernkraftwerken rausholen. Und ich habe mir sagen lassen, dass neue Brennstäbe in einer kurzer Zeit auch zu beschaffen wären, weil sich alle Welt ja schon darauf einstellt, dass es zu einer intensiveren Nutzung kommen muss, nicht nur bei uns, sondern auch anders. Ein Phänomen, was wir in diesem Jahr auch häufiger gesehen haben, sehen hier einen Tweet von Ricarda Lang, das AKW Emsland ist für die Netzstabilität nicht erforderlich. Das ist schlichtweg falsch. Wir hatten auch Einlassungen von der Finanzexpertin der Grünen, Frau Schäfer, die uns die Staatsfinanzierung erklärt hat und davon ausging, dass also nicht nur Steuern, sondern auch Schulden eine ganz natürliche Quelle der Staatsfinanzierung seien und der Staat bei der EZB die Bedingungen des Aufnehmens von Schulden diktieren könnte. Also Wirtschaftswissenschaftler sagten Humbug. Woher kommt diese Neigung, sich in Fachgebiete reinzumischen, von denen man nachweislich keine Ahnung hat? Ja, diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich finde das auch mal sehr, sehr beeindruckend. Ich empfehle ohnehin dringend, Studien, die man beginnt, auch zu Ende zu führen und vielleicht auch mal praktisch zu arbeiten. Aber das ist meine persönliche Meinung. Niemand von uns käme auf die Idee, weil jemand gesundheitspolitischer Sprecher von irgendeiner Fraktion geworden ist, sich von dem operieren zu lassen. Also um das mal klar zu machen, aber alle glauben, sie können in allen Sachen bewusst mitreden und man kann sich einarbeiten, ist alles in Ordnung. Aber die Sache, diese Aussagen sind einfach schlicht und ergreifender Unsinn, offenkundiger Unsinn. Auch mal mit der Erklärung, dass Werk Lingen würde dazu beitragen, dass Windstrom aus dem Norden irgendwie nicht eingespeist werden könnte, ist auch kompletter Unsinn, weil wir Lingen brauchen zur Stabilisierung des südlichen Netzes und nicht des nördlichen Netzes. Aber wenn man eben aus Niedersachsen kommt und nicht über den Mittelgebirgszug hinausblicken will, dann ist das einfach so. Einer, der sich ganz gut eingearbeitet hat, ist Ihr Parteichef und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Der hat sich so gut eingearbeitet, dass er äußerst trickreich es geschafft hat, die Schuldenbremse einzuhalten und dennoch
500 Milliarden ungefähr neue Schulden zu machen. Unter anderem jetzt durch einen raffinierten 200 Milliarden Schuldendeal, den man in diesem Jahr dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds zuschiebt, den er im nächsten Jahr dann einlösen kann. Manch einer wäre froh, wenn er sein Girokonto so beherrschen würde, wie dieses Schuldenmanagement. Die FDP-Erfolgskurve sieht gleichwohl nicht so günstig aus. Wie oft hat denn die FDP falsch regiert in diesem Jahr? Ich bin ein unheimlicher Freund von Meinungsumfragen, aber ein noch größerer Freund von Wahlergebnissen. Ich will daran erinnern, dass die FDP 2017 mit über 10% in den Bundestag eingezogen ist und da 2021 das Ergebnis nochmal gesteigert hatte, wo wir zwischenzeitlich bei Meinungsumfragen bei 4% lagen. August 2020 4%, Ende 2021 deutlich zweistelliges Ergebnis. Insofern warten wir mal dann die Wahlen, die Ergebnisse ab. Aber in der Tat ist das so, dass viele unserer Wählerinnen und Wähler mit der Ampel nach wie vor in der Rolle der FDP in der Ampel fremdeln, weil sie von uns erwarten, dass wir das durchsetzen, was wir für wichtig halten, wobei sie immer das Problem haben, zwei andere Partner zu haben, die sie überzeugen müssen. Und weil manchmal der Eindruck entsteht, wie verhindern ich das, was sie nicht für gut halten. Aber auch da, ich bin wie gesagt 32 Jahre im Parlament, werbe ich für ein bisschen mehr Entspannung. Wir haben das gleiche Phänomen wie die Sozialdemokraten, die auch abgenommen haben gegenüber der Wahl und von ihren 19 oder 20% auch nicht wegkommen. Also insofern könnten Sie die Frage auch an Olaf Scholz richten oder an Lars Klingbeil richten, warum kommt die SPD trotz dieser wunderbaren Erfolge im sozialen Bereich und nicht von der Stelle? Und die bisherige etwas größere Performance der Grünen beginnt auch langsam zu schwinden, indem man erkennt, dass die doch bisher gehypten grünen Minister ihre Aufgabe, jedenfalls im Bereich der Wirtschaftspolitik, nicht so optimal erfüllen. Also Sie haben diesmal richtig regiert statt falsch. Welche Alternative hätte bestanden? Die Alternative wäre gewesen, Fortsetzung der Großen Koalition unter SPD-Führung. Das wäre tatsächlich noch mehr Mehltau fürs Land gewesen, als das, was wir gegenwärtig versuchen aufzubrechen. Es haben auch viele schon Jamaika damals für alternativlos gehalten. Ja, wenn die Union, das will ich mal sagen, eine bessere Performance gehabt hätte, wenn sie sich nicht mit der Frage beschäftigt hätte, wer ist der Größere von beiden, Armin Laschet oder Markus Söder, dann wäre es vielleicht auch anders ausgegangen. Aber dafür ist die FDP nicht verantwortlich. Ein Foto, was dieses Jahr auch für Schlagzeilen gesorgt hat und so lange für Schlagzeilen gesorgt hat, dass es im Frühjahr aufgenommen wurde und jetzt erst kurz vor Jahresende herauskam, dass die Ministerin selbst das Foto geschossen hat. Bundesministerin der Verteidigung Christine Lambrecht stand vielfach in der Kritik. Da hätte es eigentlich nicht noch eine Affäre um Fotos mit ihrem Sohn gebraucht. Ist das der Übermut, der einen ankommt, dass man endlich regiert? Auch das würde ich etwas niedriger hängen, als es in der öffentlichen Diskussion gewesen ist. Eine Mutter darf gerne ihrem Sohn einen Hubschrauberflug versprechen. Tun wir alle. Ich meine, wer kennt das nicht? Also solange das bezahlt wird, habe ich überhaupt nichts dagegen, was ja tatsächlich der Fall gewesen sein soll. Was mich an der Frage insgesamt menschlich wesentlich mehr bewegt, ist die Frage, wie lange denn der Sohn in seinem hohen Alter beim Hotel Mama sein will. Also ich finde es komisch. Also ich wäre mit 21, 22 Jahren nicht auch mit meiner Mutter unterwegs gewesen, sondern ich war mit anderen unterwegs. Aber Ihre Mutter hatte möglicherweise keinen Heli. Ja, selbst wenn sie einen gehabt hätte. Also ich war immer schon ein Nestflüchter. Und es war für mich schon ab meinem 18. Lebensjahr schön, nicht mehr mit meiner Mutter und meinem Vater unterwegs sein zu müssen, sondern alleine. Ein Problem, was viele Menschen gehabt haben, nicht nur Mitglieder der Bundesregierung, ist die Deutsche Bahn, die jetzt auch noch unglücklicherweise unter der Hoheit ihres Parteifreunds Volker Wissing steht. Alexander Lambsdorff twitterte irgendwann, die Bahn hat sich vollends aufgegeben, es ist nur noch unwürdig. Warum tut Ihr Minister nichts dagegen? Ja, er tut das ja, nur Sie können Versäumnis der letzten 40 Jahre nicht innerhalb von 8 Monaten bewältigen, denn auch der Bau neuer Schienen dauert in Deutschland bedauerlicherweise so lange, dass ich das in meinem politischen Leben nicht mehr erleben werde, dass eine Neubaustrecke eröffnet wird, wenn die jetzt geplant wird. Ich habe das Problem auch, jedes Mal, wenn ich mit dem Zug fahre, fällt entweder der Speisewagen aus oder es gibt gar nichts und ich werde dann von Mitreisenden, die mich auch trotz Maske erkennen, immer wieder im wahrsten Wort sind beschimpft, dass doch endlich mal Volker Wissing, ihm soll ich das mal sagen, was tun sollte. Und ich habe gesagt,
selbst wenn der es wollte, er könnte nicht in jedem Speisewagen jetzt bedienen. Insofern muss das Problem grundsätzlich angegangen werden. Aber in der Tat, in einem Industrieland wie Deutschland, viertstärkste Industrienation der Welt, kriegen wir es nicht auf die Reihe, die Bahn pünktlich fahren zu lassen. Ich bin häufig in der Schweiz, nicht? Wenn da die Bahn nicht pünktlich fährt, dann gibt es einen Aufstand deshalb, weil das einmal im Jahr passiert. Ansonsten ist die regelmäßig da. Und in Japan bringen sich dann auch gelegentlich Manager um, wenn die Bahnen nicht pünktlich waren. Da bräuchte die Bahn, glaube ich, einen eigenen Friedhof. Aber so weit wollen wir nicht gehen. Nur, dass es komplett folgenlos bleibt, dass die Bahn nicht funktioniert, das ist dann schon etwas befremdlich. Es bleibt ja nicht folgenlos. Also es werden mehr Leute eingestellt jetzt. Es werden andere Züge nicht bestellt, sondern zur Verfügung gestellt. Das Problem ist die Infrastruktur, das Problem ist das Schienennetz, was heillos überlastet ist. Und jedes Mal, wenn irgendwas repariert werden muss oder ausgebaut werden muss, gibt es überall Verspätungen. Noch einmal, wir haben hier 40-jährige mangelnde Ausstattung der Infrastruktur. Und das kriegen Sie nicht innerhalb von ein oder von drei oder von vier Jahren wieder komplett auf die Reihe. Es gibt jetzt ein Programm Bahn 2030, wie es immer Programme gibt, zu einem späteren Zeitpunkt. Und wir beschleunigen jetzt definitiv, wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass die Infrastrukturmaßnahmen schnell umgesetzt werden können, die jetzt in Planung sind. Ein großes Problem, immerhin wurde gelöst, Bahnbedienstete können sich ihre Uniform jetzt unabhängig vom Geschlecht aushändigen lassen. Das ist ja eigentlich auch schon eine tolle Geschichte. Privatisierung wäre... Weil so finde ich auch ein bisschen albern. Wir haben Unisex-Toiletten bei der Bahn und auch bei den Fliegern. Die sind nicht getrennt nach Männlein und Weiblein. Insofern ist die Debatte über die Frage von Unisex-Toiletten auch... Nee, es ging ja um die Uniformen. Es ging um die Uniformen. Das ist also eine Sache, die man mit einer Einzelfallregelung problemlos hätte hinbekommen können, wird zu einer großen philosophischen Frage aufgebauscht, um irgendeinen Zeitgeist zu bedienen, finde ich zumindest in Anbetracht der Probleme und solcher Bilder eine interessante Schwerpunktsetzung. Aber dafür ist die Bahn ja selbst verantwortlich. Wir haben ein anderes Großereignis dieses Jahres, die Beerdigung der Queen. Nicht nur der Pomp, sondern es ist damit ja auch eine Art Epoche zu Ende gegangen. Also Generationen, die eigentlich nur die Queen kannten als die Institution des Commonwealths, aber auch eine Art der politischen Kultur, der Zurückhaltung. Hat Sie das beeindruckt? War die Queen für Sie irgendeine Referenzgröße auf internationaler Ebene? Da ich Demokrat, also Republikaner bin und kein Monarchist, fand ich es immer nett, wenn sie auftauchte. Aber ansonsten hat mich das nicht weiter bewegt und es ist auch keine Referenzgröße. Ich meine, unsere Bundespräsidenten könnten ja die gleiche Funktion ausfüllen, mit Ruhe und Gelassenheit und gelegentlich klugen Reden darauf hinzuweisen, dass man vernünftig mit Problemen der Welt umgehen sollte. Aber was ich faszinierend fand, ist die Tatsache, dass sie gekrönt wurde, als ich kurz nach meiner Geburt. Und das ist schon, wenn Sie wissen, die Frau war so lange im Amt, wie sie selbst alt sind, dann ist das schon eine herausragende, eine gute Leistung. Wie ich übrigens auch Wolfgang Schäuble bemerkenswert finde, der 50 Jahre dem Parlament angehört hat, auch in verschiedenen Funktionen, das wird mit Sicherheit niemand so schnell wieder erreichen. Ist das etwas, was Sie mit einer gewissen Hochachtung betrachten? Oder gibt es auch Momente, wo Sie sagen, wenn man so lange diesen Job macht, da gibt es auch Ernüchterung? Ja, weil die Personen selbst, die so lange im Amt sind, aber Wolfgang Schäuble hat, glaube ich, 18 Mal seinen Wahlkreis direkt gewonnen. Das heißt, die Wählerinnen und Wähler haben ihn 18 Mal direkt gewählt. Das ist doch schon eine Auszeichnung. Und mehr muss man dazu auch nicht sagen. Man muss nicht mit allem einverstanden sein, aber er hat auch bei seiner Abschlussrede sozusagen im Parlament, seiner letzten großen Rede, die er gehalten hat, er dokumentiert, dass es eine herausragende Politikerpersönlichkeit ist. Jetzt war dieser Rückblick auf das Jahr insgesamt irgendwie ziemlich düster, hatte ich den Eindruck. Gibt es irgendetwas, was Ihnen im Ausblick Hoffnung macht auf das nächste Jahr? Meine Lebenserfahrung, dass Probleme dazu da sind, gelöst zu werden und nicht damit Angst zu verbreiten, und meine Lebenserfahrung, dass wir bisher noch mit allem fertig geworden sind, mit allen Herausforderungen fertig geworden sind, auch mit diesen. Manchmal ist es sehr schmerzhaft, manchmal ist es ruckelig, manchmal kostet es Nerven und Zeit. Aber ich glaube, dass unsere Gesellschaft mittlerweile demokratisch so gefestigt ist, dass wir vor Staatsstreichen keine Angst haben müssen, damit auch nicht werben müssen. Dass unsere Wirtschaft so leistungsstark ist, dass wir auch die Transformation hinbekommen, ohne dass wir uns Leute, die, wie gesagt, ihr Studium nicht vollendet haben, dauernd naseweisige Erklärungen abgeben. Also ich glaube,
Wir können optimistisch in die Zukunft blicken oder sagen wir realistisch in die Zukunft blicken und wiederhole mich, anpacken ist besser als streiten. Wolfgang Kubicki, haben Sie vielen Dank und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Erfolg weiterhin auch für Sie und die Sendung. Ich gebe mir Mühe.